Frau Kollegin Feldmayer. Für die Fraktion DIE LINKE hat das Wort Frau Abgeordnete Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Entfremdet und entwürdigt ist nicht nur der, der kein Brot hat, sondern auch der, der keinen Anteil an den großen Gütern der Menschheit hat. Dieser Satz stammt von Rosa Luxemburg und sollte ein Leitmotiv in der Kulturpolitik sein. Der Zugang zu Kunst und Kultur bedeutet gesellschaftliche und demokratische Teilhabe und muss jedem Menschen garantiert sein. Kultur für alle hat das der ehemalige Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hofmann genannt. Kultureinrichtungen sollten so konzipiert und finanziell ausgestattet werden, dass sie Ort des Austauschs und der Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit sein können. Sie sollen Kenntnisse vermitteln. Sie sollen aber auch durch kulturelle Aneignung und Bildung eine emanzipierte Sicht auf die gesellschaftliche Wirklichkeit eröffnen. Oder, wie es Antonio Gramsci ausdrückte, Kultur ist die, Zitat, Inbesitznahme der eigenen Persönlichkeit und die Erlangung eines höheren Bewusstseins. Kunst und Kultur müssen die Freiheit haben, das Bestehende infrage zu stellen, kritisch und unbequem zu sein. Für uns, meine Damen und Herren, sind Kunst und Kultur kein Beiwerk, und sie sind schon gar kein Standortfaktor, als die sie ja manchmal genannt werden. Im Schlussbericht der Enquetekommission Kultur in Deutschland ist zu lesen, Kultur ist kein Ornament. Sie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht. Es ist Aufgabe der Politik, dieses zu sichern und zu stärken. In diesem Sinne ist es gut, dass wir heute einmal ausführlich über Kulturpolitik sprechen. Aber, Herr Minister, Kulturpolitik bedeutet nicht, dass man einen Reiseführer vorliest. Es bedeutet nicht, dass man ein paar Vorzeigeprojekte und Renovierungen benennt und dann noch ein paar Zahlen einstreut. Trotz punktueller Verbesserungen, z. B. bei Kulturkoffer, bei den freien Theatern und ganz besonders bei der Soziokultur, bleibt die hessische Kulturförderung leider weit hinter dem zurück, was eigentlich nötig wäre. Die Fördermittel in der institutionellen Förderung der verschiedenen Verbände und Kultureinrichtungen sind zum Teil seit 10 Jahren nicht mehr angehoben worden. Sie sollen auch in diesem Jahr nur für ganz wenige Einrichtungen angehoben werden. Die Kosten für Energie, Bauunterhaltung, Dienstleistungen und Gehälter steigen aber kontinuierlich. Die Kultureinrichtungen werden also von der Landesregierung damit alleingelassen, und häufig haben sie überhaupt keine andere Möglichkeit, als Angebote zu kürzen oder zu streichen oder eben die Belastungen auf die Beschäftigten abzuwälzen. Insgesamt muss man davon sprechen, dass wir in Hessen eine schleichende Aushöhlung der kulturellen Förderung erleben. Und das gilt leider auch für die drei Staatstheater. Viele Einrichtungen bekommen nur kurzfristige Förderzusagen im Rahmen der Projektförderung, was zu Unsicherheit führt und jede langfristige Planung erschwert. Die Leidtragenden dieser Unterfinanzierung sind die Menschen, über die Sie leider gar nicht gesprochen haben, Herr Minister. Sie haben sie nicht einmal erwähnt. Das sind nämlich die Kulturschaffenden selbst, die Künstlerinnen und Künstler. Wenn immer stärker marktwirtschaftliche Prinzipien Einzug erhalten in Kultureinrichtungen und das Ziel ist, mit weniger Geld Leistungsfähigkeit und Effizienz zu steigern, dann sind für die Kunst- und Kulturschaffenden die Folgen fatal, nämlich die kontinuierliche Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Es gibt gerade eine Aktion, Kollege Schäfer-Gümbel hat sie bereits angesprochen, 40.000 Theatermitarbeiter treffen ihre Abgeordneten. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit zwei Schauspielerinnen getroffen. Ich habe gesehen, viele von Ihnen oder einige von Ihnen haben das auch gemacht. Ziel der Aktion ist es, auf die oft prekären und nicht angemessen bezahlten Beschäftigungsverhältnisse aufmerksam zu machen. Unter 1.500 € netto für eine 48-Stunden-Woche ist Realität für viele Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Land, trotz abgeschlossenem Studium, Herr Minister. Und dazu hätte ich mir schon gewünscht, dass Sie auch dazu etwas sagen. Eine Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung unter Beteiligung von über 2.000 Künstlerinnen und Künstlern kam zu dem Ergebnis, dass das Nettoeinkommen bei 40% unter ihnen unter 10.000 € pro Jahr liegt. 70% der Musiker, Tänzer und Schauspieler müssen unbezahlte Leistungen erbringen, besonders zu Beginn ihrer Karriere. Die Hälfte der Künstler geben an, dass Schutzvorschriften wie beispielsweise das Arbeitszeitgesetz teilweise nicht eingehalten werden. Tatsächlich, so sagt es diese Analyse,
sei das sogenannte Normalarbeitsverhältnis im künstlerischen Bereich eher die Ausnahme. Die Anzahl der Selbstständigen ist in den Jahren stark gestiegen. Und eine Folge dieser unsteten Beschäftigungssituation ist die fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 60% der befragten Künstlerinnen und Künstler beklagen. Ich habe vor 3 Jahren im Frankfurter Musonturm eine ziemlich spannende künstlerische Ausstellung gesehen über die soziale Situation von Künstlern, insbesondere in der freien Theater- und Tanzszene, wo die Hälfte der Schauspielerinnen und Schauspieler, darstellenden Künstler arbeitet, die diese Situation thematisiert hat. Diese Ausstellung, die auch unter anderem von Verdi unterstützt wurde, hat eine Studie visualisiert, die auf einer Befragung von 4.400 professionellen Tanz- und Theaterakteuren basiert. Und diese Ausstellung hatte den Titel „Brenne und sei dankbar“. Und diese Ausstellung hat sehr eindrücklich die soziale Situation vieler Künstlerinnen und Künstler dargestellt. Danach beträgt die Durchschnittsrente eines freiberuflichen Schauspielers oder Tänzers, der 45 Jahre lang in die Künstlersozialversicherung einbezahlt hat, sage und schreibe 427,50 €. Das ist keine Ausnahme, wohlgemerkt. Das ist ein statistischer Mittelwert. Das ist jetzt 3 Jahre her. Das kann sein, dass da 3,50 Mark draufgekommen sind. Aber im Grundsatz zeigt das, dass viele Künstlerinnen und Künstler das Problem haben, dass sie auf die Altersarmut zulaufen. Und eine Durchschnittsrente von 427,50 €, dieser Wert ist nicht in Bulgarien erfasst worden, sondern in Deutschland, und zwar nach einem vollen Berufsleben, und das trotz überdurchschnittlicher Qualifikation. Knapp 2/3 dieser Menschen haben einen akademischen Abschluss. Und ich finde, das sind Zustände, die überhaupt nicht hinzunehmen sind. Und dazu hätten Sie auch in Ihrer Regierungserklärung wenigstens ein paar Worte finden können, Herr Minister. Hinzu kommt, dass 80% der Freiberufler neben ihrer Kunst teilweise dann noch einer anderen oder dann noch einer anderen Arbeit nachgehen, dass Frauen demnach 1/3 weniger als Männer verdienen und 85% der Künstlerinnen und Künstler ihre Engagements mit Eigenmitteln unterstützen oder eben auf eine angemessene Entlohnung verzichten. Und deshalb, wenn es im aktuellen Landeshaushalt Verbesserungen für die freie Kunst- und Theaterszene gibt, dann begrüßen wir das. Aber die Mittel sind immer noch viel zu knapp bemessen, damit diese Menschen zu vernünftigen Bedingungen ihrer sehr guten Arbeit nachgehen können. Kulturschaffende brauchen eine soziale Absicherung, sie brauchen eine angemessene Bezahlung. Aber dazu brauchen wir natürlich auch Theater- und Kultureinrichtungen, die gut finanziert sind, die eine gute Finanzausstattung haben, damit solche Verbesserungen eben nicht zulasten des künstlerischen Etats gehen. Die Zuschüsse, das habe ich gesagt, sind oftmals seit vielen Jahren eingefroren und gleichen nicht einmal die Kostensteigerungen, die objektiv entstehen, aus. Und daher liegt die Verantwortung natürlich auch beim Land, dass wir gut finanzierte Kultureinrichtungen haben, die wiederum dafür sorgen, dass sie ihre Beschäftigten gut bezahlen, unabhängig davon, ob das jetzt an den Staatstheatern ist oder in der freien Szene. Mindesthonorare und soziale Kriterien bei der Kulturförderung wären darüber hinaus sinnvoll. Entscheidend ist aber die angemessene Finanzierung. Und es ist gut, dass Kulturschaffende sich organisieren mittlerweile, dass sie anfangen, Netzwerke zu gründen, dass sich viele schon seit vielen Jahren in Gewerkschaften organisieren, dass sich jetzt das Ensemble-Netzwerk gegründet hat, das Arbeitszeiterfassung, Gagentabellen, Freizeitausgleich, Überstundenbezahlung, aber auch künstlerisches Mitspracherecht fordert. Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Mitglied des Deutschen Kulturrates und ausgezeichnet unter anderem mit dem Hessischen Filmpreis, schreibt zu diesem Thema: „Kulturpolitik sollte nicht allein den Kulturdezernenten, Kulturverwaltern und Kulturräten überlassen werden. Und das gilt auch für die Theaterpolitik. Die Theaterlandschaft lebt von ihren Künstlern. Tanz- und Theaterschaffende, vereinigt euch und seid in der Kulturpolitik so mutig wie in der Kunst." Meine Damen und Herren, wenn wir über kulturelle Bildung reden, dann reden wir über das Heranführen und die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur. Bereits 2002 beklagte eine unabhängige Kulturkommission für Hessen die, Zitat, „Vernachlässigung der musischen Fächer und der ästhetischen Erziehung im schulischen und vorschulischen Curriculum“.
Was im Kindergarten und in der Schule nicht als kulturelles Interesse angelegt wurde, sei später kaum mehr zu gewinnen. Die Kommission empfiehlt dem Land eine am skandinavischen Beispiel orientierte Bildungs- und Kulturoffensive, die bestehende Strukturen stärkt und neue Projekte entwickelt. Meine Damen und Herren, solche Projekte, das wäre wirklich einmal eine lohnende Aufgabe für die hessische Kulturpolitik, aber das ist leider weit und breit nicht zu erkennen. Die Wichtigkeit der sogenannten MINT-Fächer wird ja landauf, landab gerne betont, aber dass viele Kinder keinen Musikunterricht haben, ist offenbar in den Augen vieler gar kein Problem. Bildung ist aber mehr als Ausbildung, und der staatliche Bildungsauftrag darf sich nicht selbst einer ökonomischen Verwertungslogik unterwerfen, meine Damen und Herren. Der Kulturkoffer ist ein gutes Einzelprojekt, aber es ist gar nicht darauf angelegt und kann gar nicht eine umfassende oder flächendeckende Wirkung entfalten. Es bleiben eben Bausteine, wie Sie ja selber auch in Ihrer Regierungserklärung eben gesagt haben. Flux, Theater und Schule, der Kulturkoffer, das Projekt JEKI, jedem Kind ein Instrument, das sind alles gute Projekte. Es sind sogar so gute Projekte, dass sie schon längst keine Projekte mehr sein sollten, sondern flächendeckend und dauerhaft gesichert werden sollten. Nämlich wirklich jedem Kind ein Instrument, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen, völlig unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das jetzige JEKI-Projekt JEKI wird in Zusammenarbeit mit den Musikschulen gemacht, aber es kommt eben leider nur wenigen Schulklassen zugute, weil es vollkommen unterfinanziert ist. Und, meine Damen und Herren, wir hatten ja Anfang 2010 schon einmal beantragt, Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf freien Eintritt in alle staatlichen Museen und Theater des Landes zu gewähren. Und, diesem Antrag wurde damals von der Regierungsmehrheit nicht zugestimmt. Jetzt hat sich die Idee aber zumindest bei den Landesmuseen durchgesetzt. Und ich will noch einmal betonen, dass freier Eintritt tatsächlich zählbare Auswirkungen auf Besucherzahlen und Zusammensetzung hat. Das hat sich in diesem Jahr in Hamburg gezeigt. Da hat der Hamburger Senat auf Anfrage der LINKEN bestätigt, dass durch den Monat des freien Eintritts in die Kunsthalle im Mai 2016, Zitat, neue Besuchergruppen für das Museum erschlossen werden konnten. Laut Senat haben Beobachtungen vor Ort und zahlreiche Gespräche ergeben, dass das Angebot des freien Eintritts auch von vielen genutzt wurde, die sonst selten oder nie ein Museum besuchen. Der Anteil von Erstbesucherinnen und Besuchern wird auf mindestens 20% geschätzt. Auch für Museen und Theater, Herr Minister, die Zuwendungsempfänger des Landes Hessen sind, sollten Sie die Voraussetzungen schaffen, dass es einen freien Eintritt für Kinder und Jugendliche gibt. Und die Voraussetzungen schaffen bedeutet natürlich, dass man ihnen dann eventuell fehlende Einnahmen eben auch kompensiert. Mehr aber als freier Eintritt zählt, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Entfaltung der eigenen kulturellen Interessen gegeben wird. Freier Eintritt hilft ja nicht, wenn niemand hingehen möchte, weil das Interesse nicht besteht. Und da ist natürlich auch die Frage, wie man an der Stelle auch in der Schulpolitik darauf hinwirken kann, nämlich zum Beispiel dadurch, dass es jährlich in den Unterricht eingebundene Museumsbesuche für Schulklassen gibt, betreut von einer museumspädagogischen Kraft, dass jede Schulklasse einmal im Jahr ins Museum geht, dass es Kapazitäten an Kinder- und Jugendtheatern gibt, an Kinos, Konzertveranstaltungen, dass Schulklassen dort regelmäßig und nicht einmal in einem Schülerleben dort zu Besuch sind. Wir brauchen natürlich den Ausbau gebundener Ganztagsschulen mit entsprechenden Angeboten und das dafür notwendige und qualifizierte Personal an den Schulen, meine Damen und Herren. Und ich will noch einige Sätze zu den Museen sagen. Die wenigen Vergleichszahlen, die zu den Ausgaben für Museen vorliegen, deuten auch hier klar darauf hin, dass Hessen auch hier mehr tun könnte und sollte. So lag Hessen im Vergleich der Bundesländer bei den Pro-Kopf-Ausgaben für die Museen 2011 nur an 9. Stelle und unter dem Durchschnitt aller Bundesländer. Und für die Landeshaushalte 2015 und 2016 hatten wir ja bereits beantragt, die Museumsförderung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Wie Sie wissen, übernimmt der Hessische Museumsverband in Hessen wesentliche Leistungen, die in anderen Bundesländern von staatlichen Stellen geleistet werden. Und dafür erhält er unserer Meinung nach eine völlig unzureichende finanzielle Förderung. Der Hessische Museumsverband muss jährlich die Förderanträge hessischer Museen in gleicher Höhe zurückweisen, wie er Förderungen gewähren kann.
und von einem erforderlichen Ausbau der Angebote ganz zu schweigen. Wir bräuchten ja eigentlich viel mehr kulturelle Bildung vor Ort durch Museumspädagoginnen und Museumspädagogen. Deswegen schlagen wir einmal mehr vor, die Mittel für die Projektförderung für die Museen in Hessen müsste dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Und das würde bedeuten, sie zu verdoppeln, meine Damen und Herren. Bereits erwähnt hatte ich, dass wir die Aufstockung für die Mittel für die Aufstockung der Mittel für die Soziokultur und die weitgehende eigene Verantwortung der LAX bei der Vergabe begrüßen, Herr Minister. Aber leider habe ich auch in Ihrer Regierungserklärung vermisst, dass Sie weder die Literatur noch die Bibliotheken in Hessen überhaupt erwähnt haben. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, das ist programmatisch. Denn die hessische Literaturförderung ist im Bundesvergleich deutlich unterfinanziert. Und auch die Zuschüsse an die Bibliotheken sind seit Jahren eingefroren, obwohl die Bibliotheken die meistgenutzten Einrichtungen der kulturellen Bildung sind und das Buch ja gerade für Hessen eine ganz besondere Bedeutung hat. Darauf hat Vorredner schon hingewiesen, meine Damen und Herren. Über die Filmförderung haben Sie kurz gesprochen. Ich bleibe da etwas skeptisch, weil die tatsächlichen Ergebnisse der Neustrukturierung der hessischen Filmförderung bleiben abzuwarten. Ich finde aber, wenn wir über das Filmland Hessen reden, sollten wir auch über die Orte reden, an denen Filme verwahrt und vor allem auch, wo sie gezeigt werden. Erfreulich finden wir, dass die Murnau-Stiftung, die ja gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, in die institutionelle Förderung des Landes übernommen wurde. Wir halten es für richtig, dieses einmalige und international höchst bedeutsame Filmarchiv langfristig zu sichern und dauerhaft finanziell aus Landesmitteln zu fördern. Wichtige Kultureinrichtungen sind aber auch die kommunalen und nicht kommerziellen Kinos in den hessischen Städten, vor allem aber im ländlichen Raum in Hessen. Sie sind oft viel mehr als Kinos. Sie sind Ort der Begegnung, sie sind Ort von Debatten. Ich finde es schön, dass die kommunalen Kinos wieder den hessischen Kinopreis, Film- und Kinopreis erhalten haben. Aber das alleine reicht nicht zur Unterstützung dieser wichtigen kulturellen Infrastruktur. Meine Damen und Herren, Kulturfinanzierung ist eine öffentliche Aufgabe und eine Frage von demokratischen Entscheidungen. Das heißt, sie darf nicht abhängig sein von Mäzenatentum oder Sponsoring. Kultur muss sich nicht rechnen, und sie muss auch nicht vor Finanzabteilungen vor Unternehmen bestehen. Dafür ist eine öffentliche Förderung von Kultur unabdingbar. Privates Engagement ist erwünscht, aber keinesfalls als Ersatz für das Öffentliche. Die Zahlen der Besucherinnen und Besucher in den Landesmuseen, die Sie hier dargestellt haben, sind in der Tat beeindruckend, Herr Minister. Ich warne aber sehr davor, Kultur alleine oder auch nur zuvorderst an den Zuschauerzahlen zu messen. In dieser Logik, meine Damen und Herren, wäre dann Mario Barth der größte Kulturschaffende Deutschlands. Und ich glaube, das sehen wir alle nicht so. Oder wie die Kabarettistin Christine Prayon mal mit Blick auf ihn gesagt hat, Comedy bedient Klischees. Kabarett bekämpft sie. Das finde ich eine sehr schöne Unterscheidung dieser beiden Sparten. Meine Damen und Herren, viele Kultureinrichtungen, ob Museen, Bibliotheken, Theater oder kommunale Kinos, sind bedroht durch die Unterfinanzierung der Kommunen. Und der Leitfadenentwurf des Innenministeriums aus dem Jahr 2011 für Kürzungsmaßnahmen in den Schutzschirmkommunen zeigte nicht gerade die Wertschätzung der damaligen Landesregierung für Kunst und Kultur, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Zu kommunalen Museen, Bibliotheken, Musikschulen und Theater war dort zu lesen, die Kommunen sollen Zuschüsse reduzieren, beim Anschaffungsetat kürzen, sie sollen Werke aus Sammlungen veräußern, Eintrittspreise erhöhen, ermäßigte Karten abschaffen, Hauptamtliche durch Ehrenamtliche ersetzen, Öffnungszeiten reduzieren, Einrichtungen schließen oder am besten gleich alles auf Dritte übertragen, sprich privatisieren. Ach, und die kommunalen Kinos sollten sich auf umsatzstarke Filme konzentrieren. Und jetzt frage ich mich noch gerade, wer war 2011 noch gleich Innenminister herein? Also von daher freut es mich ja. Es freut mich ausdrücklich. Es ist immer blöd, wenn mir nicht zuhört. Dann verpasst man was. Es freut mich, dass Sie mittlerweile eine höhere Wertschätzung für Kunst und Kultur haben und darin mittlerweile offensichtlich mehr als Einsparpotenzial sehen. Das ist schon einmal eine gute Entwicklung. Aber ich wollte Sie doch noch einmal daran erinnern, was Sie damals so in Ihrem Ministerium so rausgegeben wurde. Besser wäre es noch, wenn Kunst und Kultur endlich Pflichtaufgaben der Kommunen wären. Dann müsste das Land sie nämlich finanzieren. So aber sind Kunst und Kultur freiwillige Leistungen, und sie können eben bei Bedarf weggekürzt werden, wenn die Haushaltslage es nicht anders zulässt.
Und insbesondere dazu hätte ich mir von Ihnen etwas gewünscht, aber auch zu der Frage, wie ein Ausgleich aussehen kann zwischen Stadt und ländlicher Raum. Wie schaffen wir es, Kultureinrichtungen im ländlichen Raum zu sichern und zu erhalten, weil das eben auch Lebensqualität im ländlichen Raum ausmacht. Dazu haben Sie leider nichts gesagt. Sie haben sich auf wenige Leuchttürme, nennen Sie das, glaube ich, beschränkt. Und das finde ich bedauerlich. Meine Damen und Herren, der Frankfurter Kulturwissenschaftler Dieter Kramer, der auch sachverständiges Mitglied der Enquetekommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages war, hat einen Kerngedanken der Kulturpolitik wie folgt auf den Punkt gebracht. Kultur ist nicht nur, wie der ganze Mensch lebt und arbeitet, sondern auch, wie wir leben wollen. Beide darin enthaltene Gedanken gehen weit über das vom Minister vorgetragene hinaus. Der Gegenstand von Kulturpolitik erscheint in dieser Regierungserklärung als eine Ansammlung von Einrichtungen, die in dieser oder jener Weise renoviert, ausgebaut oder umstrukturiert werden. Und das fällt weit hinter den umfassenden Kulturbegriff zurück, der in den letzten Jahrzehnten sich eigentlich längst durchgesetzt hat. Und schon gar nicht taucht die zentrale Rolle auf, die Kunst und Kultur bei der gesellschaftlichen Verständigung darüber spielen, wohin sich diese Gesellschaft entwickeln soll. Kunst, kulturelle Bildung, Erinnerungskultur sind Grundlagen einer lebendigen Demokratie. Und ich sage, dazu braucht es eine Ermöglichung von Teilhabe an Kultur, unabhängig von Geldbeutel, Herkunft und Bildungsgrad. Ich komme zum Schluss. Ich will noch eins hinzufügen. Kulturelle Vielfalt kennt keine Leitkultur und keine nationale Enge. Kunst und Kultur sind geprägt von immer neuen Einflüssen, vom internationalen Austausch und dem Überwinden von Grenzen. Kunst und Kultur reflektieren gesellschaftliche Entwicklungen. Sie hinterfragen sie, und sie haben in vielen emanzipatorischen gesellschaftlichen und sozialen Bewegungen eine wichtige Rolle. Jetzt aber wirklich, bitte, Frau Kollegin. Deshalb letzter Satz. Kunst und Kultur ist eben nicht dazu da, damit sich eine Landesregierung damit schmücken kann. Den Eindruck konnte man ein bisschen gewinnen, der Regierungserklärung. Sondern Kunst ist gesellschaftliche Teilhabe und ist Demokratie. Und deswegen Kunst für alle von Anfang an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächstes spricht Kollegin Nicola Beer für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Kunst und Kultur sind für die Bürgerinnen und Bürger jedes Landes von zentraler Bedeutung. Ich glaube, gerade nach dem Verlauf der Debatte doch noch einmal darauf hinweisen zu müssen, warum das so ist, weil sie nämlich maßgeblich zur Identitätsbildung, zur Lebenserfüllung, zur Selbstfindung jedes Einzelnen sowie zur Selbstreflexion einer Gesellschaft beitragen. Genau deswegen möchte ich heute hier in meinem Beitrag nicht mit Haushaltszahlen um mich werfen, sich überbietende Beträge. Habe ich auch Probleme mit dem vielen Eigenlob, was hier so durch den Raum wehte, auch wenn Weihrauch ja durchaus zur Weihnachtszeit passt. Sondern ich will mal damit anfangen, gerade wenn man diese grundsätzliche Bedeutung von Kunst und Kultur teilen mag, so wie wir das empfinden, mich bei denen zu bedanken, die mit ihrem Beitrag als Künstlerinnen und Künstler, als Kulturschaffende hier in Hessen und darüber hinaus, nicht nur in den letzten 70 Jahren, Herr Minister, sondern auch in weiter zurückreichenden Zeiten, aber gerade auch hier in der Gegenwart so großen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten, schlicht einmal zu bedanken und sie für ihre Arbeit zu würdigen, denn ich glaube, diese Arbeit kann nicht hoch genug gepriesen werden. Das sind alles Menschen, Frauen und Männer, die sicherlich oft genug gegen den Ratschlag der eigenen Eltern oder Freunden und Bekannten an ihren Traum glauben. Als Kulturschaffende, als Künstlerin, als Künstler in unserer Gesellschaft zu wirken, und nicht nur für sich, sondern auch für diese Gesellschaft etwas zu bewirken. Und das unter, die Kolleginnen und Kollegen Vorredner haben es schon genannt, häufig sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und deswegen möchte ich noch einmal daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir mit Artikel 62 in der Hessischen Verfassung ein Kulturstaatsgebot haben, aus dem eben der Auftrag erwächst, da sage ich jetzt mal auch nicht nur für die Landesregierung und die Abgeordneten, sondern für uns alle in Hessen, Kunst und Kultur entsprechend angemessen zu unterstützen. Aber ich denke, mit Blick auf die Rede
von Ihnen, Herr Minister, ist es doch noch einmal notwendig, darauf hinzuweisen, dass zu solch einer Unterstützung, dass zu solchen kulturpolitischen Aufgaben nicht nur die Bewahrung des kulturellen Erbes zählt, sondern eben auch die Sicherstellung eines Umfelds zur freien Entfaltung künstlerischer Aktivitäten, die Weiterentwicklung von kultureller Vielfalt, die Schaffung von Räumen, gerade auch für neuartige, für experimentelle Kunst- und Kulturformen, sowie der möglichst freie und zielgruppenübergreifende Zugang zu kulturellen Inhalten. Und es fehlt mir in der Debatte auch noch, dass die Kulturlandschaft nicht nur vom öffentlichen Kulturbetrieb lebt, sondern dass wir weitere zwei Säulen haben, nämlich den gemeinnützigen und auch den wirtschaftlichen Kulturbetrieb. Dass unser Kulturbetrieb, unser Kulturleben ganz besonders von einem hohen gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement lebt, das mit dazu beiträgt, dass die Freiheit von Kunst und Kultur, und für mich als freier Demokratin ist das ein unverzichtbares Gut für alle Bürgerinnen und Bürger, gewahrt bleibt. Etwas, was ja nicht nur mit Blick auf die Vergangenheit häufig angegriffen wurde, sondern wenn wir einmal in die Gegenwart einiger Staaten schauen, auch heute es notwendig ist, darauf hinzuweisen, dass die Freiheit von Kunst und Kultur nicht eingeschränkt werden darf. Und nicht nur, weil wir unseren Schiller gelesen haben, der noch einmal herausgestrichen hat, dass Kunst eine Tochter der Freiheit ist. Und deswegen halte ich es auch für notwendig, einen weiteren Aspekt noch hinzuzufügen, nämlich den des Brückenschlags zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen dem, was Historie und dem, was Aktualität ist, Herr Minister, denn das gelingt gerade Kunst und Kultur ausgesprochen gut. Und hier kann in dem Sinne, wie Sie es in der Überschrift Ihrer Regierungserklärung angedeutet haben, eben Identität, auch hessische Identität, aufgebaut, das Zusammenleben bereichert und auch gefestigt werden. Und genau deswegen ist es auch richtig und notwendig, dass sich Kulturschaffende, dass sich Kulturinstitutionen heute aktiv in die Bewältigung aktueller Problemlagen einbringen. Sie leisten Beiträge zur Integration, zur Prävention und zur kulturellen Bildung, und zwar unabhängig davon, über welche Altersgruppe, welche Bildungsabschlüsse, Nationalitäten oder Religionen wir sprechen. Sie leisten diese sehr, sehr große Aufgabe in und für unsere Gesellschaft. Und damit, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, leisten Sie weit mehr als vielen Menschen, ich glaube auch vielen Menschen in unseren Reihen, häufig bewusst ist, denn Kunst und Kultur ist weit mehr als nur ein Schaufenster. Sie ist ein Bildungs- und manchmal ja sogar ein Sozialbetrieb. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, gestern gab es aktuell eine dpa-Meldung, die über die Ticker lief und worin noch einmal herausgestellt wurde, dass kulturelle Bildung die Berufschancen steigert. Nämlich genau deswegen, weil es um kompetenzübergreifende, interdisziplinäre Ansätze geht und zum fachlichen Können eben auch soziale Kompetenzen hinzutreten, die sich positiv auf die Berufsfähigkeit auswirken. Und damit geht es sowohl um die künstlerische Auseinandersetzung und Darstellung, denn aber eben auch darum, dass Kunst und Kultur wirkt, und zwar sichtbar und unsichtbar in alle gesellschaftlichen Bereiche und Themengebiete. Sie bietet meines Erachtens wie kaum eine andere Materie die Chance, als Triebfeder für unsere zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu dienen. Und genau deswegen müssen wir uns eben bewusst sein, dass es immer wieder neue Anforderungen an Kunst und Kultur gibt, dass wir deswegen immer wieder neue Modelle, Projekte, Angebote entwickeln müssen, damit eben diese Triebfeder auch weiterhin erhalten bleibt. Und deswegen werde ich jetzt schlicht darüber hinwegsehen, dass in der Regierungserklärung, die wir hier vernommen haben, wieder nur die üblichen Verdächtigen genannt wurden.
Das unterstützen wir alles, Herr Minister. Die Landesmuseen, Staatstheater, sonstige Prestigeprojekte, die Sie aufgeführt haben, auch Haushaltserhöhungen. Wir hätten uns ja an der einen oder anderen Stelle noch etwas anderes vorstellen können. Alles schön und gut, aber in meinen Augen zu kurz gesprungen. Ich will zwei Bereiche herausheben, an denen ich das deutlich machen will. Der eine ist der Bereich Literatur. Aber ich werde auf etwas anderes eingehen als das, was Kollegin Wissler und Kollege Schäfer-Gümbel angesprochen haben. Denn ich glaube, dass nicht nur, weil wir ein Literaturland sind, weil wir ein Buchland sind, wir eine ganz besondere Verantwortung dafür haben und auch deutlich machen sollten, dass die Literatur in unserem Land und weit darüber hinaus eine sehr, sehr aktuelle Brücke schlägt zwischen der Historie und der häufig auch beängstigenden Gegenwart. Hessische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Übersetzerinnen und Übersetzer, Verlage, Buchhandlungen tragen mit dazu bei, und zwar an sehr herausgehobener Stelle, dass die Freiheit des Wortes nicht verhandelbar ist, so wie das auch auf der Buchmesse dieses Jahr wieder herausgestellt wurde, Herr Minister. Die Frankfurter Buchmesse, die Schriftstellervereinigung PEN, um nur einige wenige Institutionen und Organisationen zu nennen aufgrund der begrenzten Zeit, tragen mit dazu bei, dass Leute wie Salman Rushdie letztes Jahr auf der Buchmesse oder dieses Jahr Shan Dürnbar, Elif Shafak eben dafür weiter kämpfen und deutlich machen können, wie wichtig es ist, dass die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Kunst nicht unter die Räder gerät und wir alle wissen, in wie vielen und immer mehr Regionen unseres Erdballs genau das passiert. Und auch dafür ist der Einsatz eines Kulturministers, lieber Herr Boris Rhein, eben wichtig und wäre gerade an dieser Stelle nötig gewesen. Ich will einen zweiten Bereich herausgreifen, der heute unterrepräsentiert war in der Diskussion. Das ist der Bereich der Musik. Wir haben hier in Hessen ein facettenreiches Angebot an Staats-, Landes-, Stadttheatern, Orchestern, Big Bands, Ballettensemble, Opernhäusern, Musikfestivalen und Festspielen. Ja. Aber ich glaube, gerade der Bereich der Musik und die vielen jenseits von klassischen, großen staatlichen Angeboten existierenden Initiativen sind ein Beispiel, ein exzellentes Beispiel für Nachwuchsförderung in unserem Land. Wenn ich einmal an das Frankfurt Lab denke, eine Einrichtung, Herr Minister, die jetzt gerade so auf den letzten Drücker wieder für einen Kurzzeitraum finanziell abgesichert wurde, aber immer noch nicht finanziell langfristig abgesichert ist, das Tanzlabor 21 oder auch die Kronberg Academy, an die Junge Deutsche Philharmonie oder das Internationale Ensemble Modern, dann wird hier Nachwuchsförderung auch gleichzeitig mit Austausch, mit Dialog, und zwar auch in wichtige Regionen rund um den Erdball verbunden, in Regionen, wo Kunst und Kultur, wo die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler eben unter Druck stehen, so wie das z.B. die Junge Deutsche Philharmonie mit ihren Aktivitäten Richtung Osteuropa betreibt oder auch in andere Regionen unseres Erdballs vorgestoßen wird. Und gerade die Musik, Herr Minister, ist doch die einfachste und unkomplizierteste Form, um einen Zugang zu Kunst und Kultur von Anfang an zu finden. Initiativen wie Prima Canta hätten doch längst dazu dienen müssen, und ich wisse das, weil ich Ihnen das schon häufiger ans Herz gelegt habe, hier in der für die Hochschulausbildung von Lehrerinnen und Lehrern weit grundständiger einzusteigen, weil wir alle miteinander wissen, wie erfolgreich Projekte sind, in denen Kinder von klein auf erleben, dass sie ohne jegliches weiteres Zubehör, das teuer erworben werden muss, selbst mit sich und anderen zusammen Musik und damit Kunst und Kultur gestalten können. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist auch der Ort und die Zeit, darauf hinzudeuten, dass Hessens Kulturlandschaft insbesondere auch von den vielen kleinen, regionalen und nicht ständig in der öffentlichen Wahrnehmung herausgehobenen Angeboten lebt. Angebote,
die vielleicht auch deswegen schnell übersehen werden, weil sie sich häufig an spezielle Zielgruppen richten, was aber nicht weniger bedeutsam für das Zusammenleben in einer Gesellschaft ist. Wenn wir z.B. sehen, dass 2015 jugendliche Häftlinge aus Wiesbaden den Publikumspreis der Hessischen Theatertage bekommen, dann sehen wir, wie Kunst und Kultur in der Resozialisierungsarbeit erfolgreich eingesetzt werden. Wenn wir sehen, wie z.B. der Nino-Kulturbus in Mittelhessen zusammen mit der Flüchtlingshilfe dort und dem Bundesverband Leseförderung und ein Angebot für Flüchtlinge schafft, um sie an die neue Kultur ihrer neuen Heimat heranzuführen. Wenn wir z.B. sehen, wie das Atelier Goldstein zusammen mit der Lebenshilfe Frankfurt Künstlerinnen und Künstler darin unterstützt, die Marienkirche in Aulhausen neu auszustatten, von den Kirchenfenstern bis zum Altar, vom Altarkreuz bis zu den Stelen, die sich im Kirchenraum heute befinden, Herr Minister, dann wären das Beispiele, wo Sie nicht nur künstlerisches Schaffen von Gruppen sehen würden, die Ihnen häufig aus dem Blick geraten, sondern wo Sie auch sehen würden, wie ganz, ganz viele Einzelne und Privatpersonen solche Initiativen unterstützen, damit diese erfolgreich sein können. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch die Kunstkoffer hier in Wiesbaden nennen. Und sie unterscheiden sich ganz maßgeblich von dem, was Sie Kulturkoffer nennen. Herr Minister, arbeiten Sie doch auf der Schnittstelle von ästhetischer Bildung und sozialem Engagement, und zwar schon seit 2004. Unglaublich viele Einzelpersönlichkeiten, die hier im Stadtteil unterwegs sind und schlicht das bewusste Erleben von der Möglichkeit, selbst künstlerisch tätig zu werden, mit unterstützen, oder auch die speziellen Veranstaltungen des Städels mit Demenzkranken, weil letztendlich einfach erwiesen ist, dass auch Demenzkranke einen unglaublichen Vorteil in ihrer Lebensgestaltung davon haben, dass sie fit gehalten werden, über Kunst und Kultur Anregungen zu bekommen und damit auch die Auswirkungen ihrer Krankheit gemindert werden können. Der Wiesbadener gemeinnützige Verein Oskar sollte noch erwähnt werden, der mit Film- und Theaterprojekten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, ihr Selbstbewusstsein und ihre Persönlichkeit zu stärken. Auch deswegen, weil ich anmahnen möchte, Herr Minister, dass nachdem die Stärkung des darstellenden Spiels neben Musik und Kunst in unseren Schulen gelungen ist, immer noch die Schaffung eines Lehramtsstudienganges für diesen Bereich aussteht und dieser in Gießen schon längst gegründet werden könnte, wenn Sie zum Kunstminister auch den Wissenschaftsminister an dieser Stelle dazunehmen und Ihr Herz ein bisschen über die Hürden werfen könnten. Und deswegen, auch deswegen, weil wir aus dem Gespräch mit so vielen dieser privaten, ehrenamtlich geführten Initiativen wissen, dass es ein immer größeres Problem wird, Spenden- oder Sponsoring-Tätigkeiten zu akquirieren. Und, Frau Kollegin Wissler, da bin ich ehrlich gesagt völlig anders unterwegs als Sie. Ich glaube, dass die meisten, die über Spenden- oder Sponsoring-Beiträge Kunst und Kultur, gerade kleinere Initiativen, fördern, nicht nur darauf schauen, ob sich das rechnet, sondern wissen, dass das für eine Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Dass wir aber alleine aufgrund immer weiterer Verschärfungen steuerrechtlichen und anderen Reglementierungen letztendlich dazu kommen, solche Aktivitäten nahezu zum Ende zu führen, weil es einfach vom Umstand und den Unterstellungen im Hinblick auf quasi Steuerschlupflöcher oder anderes, die damit verbunden werden, unattraktiv wird, sich in diesem Maße als Privater noch bei Spenden oder Sponsoring zu engagieren. Das, Herr Minister, wäre ein Ansatzpunkt, wie Sie die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur in unserem Land verbessern könnten, ohne einen einzigen Steuereuro ausgeben zu müssen. Genauso wie ich schmerzlich vermisst habe, dass Sie sich im Rahmen des Kulturgutschutzgesetzes auch für die Fragen des Kunsthandels und der damit auch zusammenhängenden Nachwuchsförderung einsetzen oder auch bei der Mehrwertsteuerdebatte Ihrem Kollegen Finanzminister in den Arm fallen, der ein Gesetz, das definitiv zur Frage der Pauschalmargenbesteuerung gemacht worden ist, jetzt
ganz wissentlich anders auslegt, um eben an mehr Mehrwertsteuereinnahmen zu kommen. Das, Herr Minister, sind keine Ansätze, um Kunst und Kultur in unserem Land zu stärken. Und dabei wissen wir doch, Kolleginnen und Kollegen, dass Kunst und Kultur auch ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor ist. Und ich rede da nicht nur davon, dass wir über 20.000 Unternehmen in Hessen haben, die einen Umsatz von 8,2% aller umsatzpflichtigen Unternehmen in Hessen erwirtschaften, dass wir über 120.000 Erwerbstätige haben, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hessen tätig sind, sondern dass wir insbesondere eine ausgesprochen interessante Wertschöpfungskette haben. Bei jedem einzelnen Euro, sei er privat oder sei er aus Steuergeldern finanziert, den wir in den Bereich von Kunst und Kultur investieren. Also von daher etwas, was doch den Augenmerk darauf richten sollte, wie breit und wie segensreich eben dieser Bereich ist, selbst wenn man, wie Sie auch heute wieder in Ihrem Vortrag, sich mehr auf die pekuniäre Seite verständigt. Und lassen Sie mich anfügen, dass in diesem Zusammenhang es sicherlich sinnvoll ist, auch die wirtschaftliche Kulturförderung, so wie sie im Rahmen der Filmförderung hier in Hessen vor einigen Jahren unter liberaler Verantwortung mit eingeführt worden ist, dann eben nicht aus dem Blick zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das Kaleidoskop, das ich aufgemacht habe, zeigt schon, wie wichtig all diese Investitionen in den Bereich von Kunst und Kultur sind und dass es mannigfaltige Investitionen in die ganze Breite unserer Gesellschaft sind, dass sie die Bereiche der Bildung genauso wie den Wirtschafts- und die Standortförderung betreffen, die im Bereich des Sozialen oder der Jugend- und Integrationsarbeit. Und ich möchte doch noch einmal eine Lanze dafür brechen, ein stärkeres Augenmerk auf das private und ehrenamtliche Engagement als wirklich wichtige Ergänzung zur staatlichen oder auch kommunalen Förderung im Kulturbereich anzugucken. Und zwar deswegen, Herr Minister, weil Sie es in der Hand hätten, nicht nur über die Frage der öffentlichen Anerkennung für solches Engagement, sondern auch über den Abbau bürokratischer Hindernisse an dieser Stelle noch weit mehr zu tun, als über nur, sage ich jetzt mal ganz bewusst, über die Steigerung von Haushaltsansätzen. Es geht darum, stärkere Netzwerkbildung zu unterstützen. Es geht darum, Fördermittelbeantragung zu vereinfachen, transparenter zu machen, zu bündeln, auch Förderrichtlinien weiterhin zu entwickeln, obwohl ich manchmal glaube, es scheint schon schwer genug zu sein, einen einheitlichen Ansprechpartner im Wissenschafts- und Kunstministerium für den Kulturbereich zu finden. Diese Stelle ist ja demnächst auch wieder verwaist an dieser Stelle. Aber ich weise auch deswegen so penetrant auf die Frage von privaten und ehrenamtlichen Engagement nach, weil sie nämlich überall in unserem Land stattfindet und nicht nur in den Ballungsräumen. Ja, Frankfurt ist eine Stiftungshochburg und vielfach eben auch im kulturellen Bereich. Aber Kunst und Kultur lebt gerade im ländlichen Raum vielfach von kleinen, von privaten, von ehrenamtlichen Initiativen, Aktionen und Angebot. Dies bereichert, Herr Minister, unsere Kulturlandschaft, die schafft auch eine Lebendigkeit quer in der Fläche und könnte mit dazu beitragen, den Zuzug nur in die Ballungsräume zu stoppen und eben auch den ländlichen Raum als Lebenswerte, als lebendigen Lebensraum auch in dieser Hinsicht zu erhalten. Von daher ist Frau Kollegin, Sie müssen jetzt Ihre Stimme schonen und zum Ende kommen. Ich komme sofort zum Ende, Herr Präsident. Von daher ist es gut, in dieser Art und Weise weit stärker als in der Vergangenheit Kultur nicht nur für alle, sondern, was uns Freien Demokraten immer wichtig ist, Kultur von und mit allen zu ermöglichen. Und lassen Sie mich zum Schluss deswegen auch noch einmal unseren Bundespräsidenten Theodor Heuss zitieren, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass die äußere Freiheit der vielen sich aus der inneren Freiheit der Einzelnen ableitet. Herr Minister, Kunst und Kultur sind hierfür nicht nur Nährboden, sondern auch Triebfeder. Und genau deswegen sollten Sie sich weit vertiefter mit der Materie auseinandersetzen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Wolff für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, dass Kultur für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft so wichtig ist wie lange nicht. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Ansatz für eine Debatte sein muss und für vieles auch eine gute Grundlage ist, was der Minister an praktischer Politik aufgezeigt hat. Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist Kultur eine wesentliche Selbstvergewisserung. Ich glaube, dass Kultur auch für jeden Einzelnen ein Stück Beheimatung ist. Jeder Einzelne in unserem Land, wo auch immer er herkommt, muss sich zurechtfinden in einer Heimat, in einer Umgebung, die seine eigene ist und die eine Kultur hat, in der er sich zu Hause fühlen soll. Das heißt eben auch, dass Kultur bedeutet und kulturelles Lernen bedeutet, in einer Gesellschaft, in ein Zusammenleben, in eine Lebenswelt hineinzuwachsen, hineinerzogen zu werden, hineingeführt zu werden und dann einen Standpunkt zu finden. Das ist kein einheitliches Geschehen. Da gibt es Brüche auf dem Weg, da gibt es Widerstand. Aber es ist der Weg, zunächst einmal ein Zuhause, einen Standpunkt zu finden in seinem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinschaft. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass es gerade im Zeitalter der Globalisierung von ungeheurer Bedeutung ist, dass der Mensch eine Beheimatung hat. Und ich glaube auch, dass je mehr wir von internationalen Anfälligkeiten sprechen, von internationalen Krisen sprechen, dass es umso wichtiger ist, dass der Mensch Wurzeln hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Geschichtsbewusstsein, ein Bewusstsein darüber, woher ich komme, ist die beste Basis auch dafür zu wissen, wo ich stehe und wo ich hin will. Meine Damen und Herren, ein Geschichtsbewusstsein ist nichts nach hinten gerichtetes und ist auch nicht statisches, sondern ein Geschichtsbewusstsein ist es auch, was Neugier nach vorne macht, was Lust auf Gestaltung macht, die Dinge in die Hand zu nehmen, selbst etwas an Lösungen zu finden. Das ist das, was aus kulturellem Geschichtsbewusstsein entsteht. Und je mehr wir kulturelle Beheimatung haben, je mehr haben wir auch Kraft zur Auseinandersetzung. Je mehr wir von einem Standpunkt ausgehen, je mehr haben wir Kraft zum Streit, zur Suche nach dem richtigen Weg, zur Suche nach den richtigen Lösungen, zur Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft, zum Wettbewerb um die besten Lösungen, zum produktiven Streit. Ich glaube, man kann sagen, Kultur ist ein Diskursgenerator. Und das gehört zur Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen will ich noch einmal eine Textstelle von Bundestagspräsidenten Norbert Lammert zitieren aus dem Abschlussbericht der Enquetekommission Kultur in Deutschland in etwas umgekehrter Reihenfolge. Er sagt dort wörtlich, der Staat ist nach unserem Staats- und unserem Kulturverständnis nicht für Kultur und Kunst zuständig, sondern für die Bedingungen, unter denen sie stattfinden. Er hat keine materielle Zuständigkeit für die Inhalte und Formen, in denen sich Kunst und Kultur in einer Gesellschaft entfalten. Aber der Staat hat eine kulturpolitische Verantwortung für die Rahmenbedingungen, die eine solche Entfaltung überhaupt ermöglichen. An einer anderen Stelle sagt er zugleich, aber ist der größte Kulturförderer der Bürger selbst. Nicht allein als Steuerzahler, sondern vor allem als kultureller Akteur, der mit großem bürgerschaftlichem Engagement Kunst und Kultur in dieser weltweit einzigartigen Breite und Dichte erst ermöglicht, sei es durch seine finanzielle Spende für die Fördervereine der Theater, Museen und Opern oder durch seine ehrenamtliche Zeitspende,
in den unzähligen Laienspielgruppen, den 48.500 Chören oder 29.500 Ensembles der instrumentalen Laienmusik. Meine Damen und Herren, das ist das Zusammenspiel kulturellen Lebens in unserem Land, von dem wir zehren und dem wir verpflichtet sind, es weiter zu fördern und ihnen die Rahmenbedingungen zu geben. Und da ist, meine Damen und Herren, natürlich der Begriff Kultur für alle, der schon zitiert worden ist, ein durchaus richtiger. Und Hilmar Hoffmann hat seinen kongenialen Partner gefunden, zunächst in Walter Wallmann, dann später mit Petra Roth. Mit diesen dreien zusammen ist in Frankfurt ein kulturelles Tableau entstanden, meine sehr verehrten Damen und Herren, was seinesgleichen sucht. Und deswegen bleibt auch das, was er verstand unter dem Stichwort Kultur für alle, richtig und wichtig. Aber zugleich ist auch richtig Kultur durch alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auf die Akteure schauen und dort mit der Wertschätzung anschauen. Und das ist der Punkt, an dem ermöglicht werden muss. Und das fängt an, ich will das auch sehr deutlich sagen, im Elternhaus. Kulturelle Einbettung findet selbstverständlich im Elternhaus statt, wo Eltern ihre Kinder in Einrichtungen mitnehmen oder nicht mitnehmen. Und das kann ein kleines Szenetheater sein, das kann die Musikschule sein, das kann ein Schauspiel sein oder sonst irgendetwas. Da wird eine Grundlage gelegt. Und sie wird weitergelegt in der Schule. Und sie wird selbstverständlich auch weitergelegt durch die zusätzlichen Angebote, die wir in Schulen haben, sei es Schulen musizieren, sei es die Bläser, Streicher, sonst wie Klassen. Dort wird kulturelles Engagement, kulturelle Ausübung eingeübt. Und zwar bewusst gerade für die Kinder und Jugendlichen, die das nicht unbedingt von zu Hause mitbringen, die nicht bereits in der Musikschule die Grundlagen gelegt bekommen haben, sondern für andere, die ihre Begeisterung dort entwickeln. Und Kultur durch alle heißt eben auch, dass wir alles anschauen. Das Malen, das Musizieren, das Lesen und Schreiben, das Besuchen des Theaters, aber auch das Spielen im Theater, also Erleben und Spielen selber. Das Sammeln und Präsentieren in Ausstellungen, Museen. Die Kulturtreibenden selbst sind die Akteure, und das sind sie, Gott sei Dank, in ganz großer Trägervielfalt, auf die wir stolz sein können, die wir pflegen können und der wir auch Gutes tun müssen. Und deswegen ist es auch gut. Frau Kollegin Feldmayer und der Minister sind beide auch darauf eingegangen, dass wir außerhalb der staatlichen Ordnung der großen Flaggschiffe eben auch die vielen kleinen Theater haben, dass wir auch ganz bewusst Ja sagen zur Förderung, zur stärkeren Förderung der Soziokultur und der dortigen kleinen Träger zum Teil, mit zum Teil Hauptamtlichen, zum Teil nur Ehrenamtlichen, dass wir diese Trägervielfalt auch pflegen, ihr Raum geben und es auch im Gegensatz zu manchem anderen, der immer noch diese Gegenüberstellung und Gegensatzpaare aufmacht von Staatstheater und Szenetheater. Unsere Staatstheater sind mittlerweile längst über diesen Spruch hinaus, sondern suchen die Zusammenarbeit, Kooperationsmodelle mit kleineren Theatern an unterschiedlichen Spielorten, meine Damen und Herren. Deswegen Trägervielfalt, das ist es, was wir brauchen. Das Gegeneinander ausspielen muss doch langsam wirklich vorbei sein. Die Staatstheater und die Soziokultur und die freien Kulturen sind kein Gegensatz. Natürlich, schauen Sie sich, müssen Sie noch einmal nachlesen nachher in den Reden. Es gibt auch keinen Gegensatz zwischen Breiten- und Spitzenkultur, sondern sie gehen vielfach Hand in Hand miteinander. Es gibt auch im Übrigen keinen richtigen Gegensatz mehr zwischen E- und U-Musik. Das ist im Wesentlichen aufgebrochen. Aber, meine Damen und Herren, dennoch können und müssen wir von Ankern in unserer kulturellen Landschaft sprechen. Und Anker heißt eben auch, dass man etwas Herausragendes ist, auch in seinem Eigenwert, aber auch in seiner Funktion für andere mit. Dass natürlich dort viel Geld ausgegeben wird für eine Einrichtung, aber dort auch die Hand ausgestreckt wird, zu anderen Einrichtungen einen Verbund zu bilden. Und das ist durchaus etwas, was mehr Mitteleinsatz verlangt. Und da lassen Sie mich zwei Beispiele noch einmal aufgreifen aus der Rede des Ministers, die ich für wichtig halte. Die Museumslandschaft in Kassel. Wo gibt es so etwas zum zweiten Mal?
dass nicht nur ein Landesmuseum, eins in den klassischen drei Sitzstätten, wieder eröffnet wird nach Renovierung, sondern dass dieses Landesmuseum mit insgesamt 10 großen kultur- und kunstgeschichtlichen Sammlungen in einem ganzen Ensemble zusammenwirkt, an 5 verschiedenen Standorten, und das noch in Kombination mit 3 historischen Parkanlagen. Meine Damen und Herren, das ist ein Riesenschatz. Das ist ein Flaggschiff, an den andere andocken können, aber was auch seinen Wert in sich selber hat. Da haben Sie eben die ganze Spannungsbreite. Können Sie anfangen bei Rembrandts Jakob segnet Ephraim und Manasse und können aufhören bei der Documenta mit ihren durchaus auch vorhandenen Provokationen. Nicht in jedem Jahr gleich, aber doch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier Bezug nehmen können auf das, was gerade bevorsteht, nämlich die Etablierung, endgültige Etablierung des neuen Bausteins mit dem Museum für Raumkunst. Meine Damen und Herren, deswegen will ich auch hier noch einmal darauf hinweisen, es wird immer so gerne darauf rekurriert, nur Leuchttürme werden genannt. Nein, gerade in Kassel haben wir gesehen, dass im Umfeld eines solchen Leuchtturms, nämlich des Weltkulturerbes, ein bürgerschaftliches Engagement sondergleichen stattgefunden hat, dass dort nicht nur die IHK, sondern 30 verschiedene bürgerschaftliche Vereinigungen mit insgesamt 5.000 Mitgliedern aktiv geworden sind im Umfeld zum Weltkulturerbe und dort eine einzigartige kulturelle Initiative getragen haben und, wie Sie sehen können, auch zum Erfolg getragen haben. Ich will als zweites Beispiel nennen das Landesmuseum in Darmstadt, mit Sicherheit eines der bedeutendsten in Deutschland, eines der wenigen Universalmuseen, die wir überhaupt in Europa noch haben. Mit einer riesigen Bandbreite. Wir haben dort für rund 80 Millionen Euro das Landesmuseum renoviert, restauriert, erweitert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist neu aufgestellt. Und es hat in den ersten 100 Tagen seiner Wiedereröffnung 77.000 Besucher angezogen. Davon träumen manche andere Museen übrigens in der Jahressumme. Und ich denke, da kann der ein oder andere sich noch mal eine Scheibe abschneiden. Insofern kann man hier nicht nur von Leuchttürmen reden, sondern wir reden von Bildungseinrichtungen, von Gedenkeinrichtungen, von Kennenlerneinrichtungen für ein ganzes Leben, die Menschen ansprechen, die Menschen in großer Zahl ansprechen, die ihre Bedürfnisse auch entsprechend haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da gibt es doch auch dann die Kooperationen. Es ist doch bei Weitem nicht so, dass wir nur über die großen Landesmuseen reden, sondern wir reden quasi auch über das dezentrale Landesmuseum. Wenn Sie sich einmal anschauen, die Saalburg zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, den Glauberg, habe ich ein gewisses Trauma mit, aber tolles Ding, wird viel besucht. Wenn Sie sich anschauen, Erbach und das neue Elfenbeinmuseum, wenn Sie sich anschauen, der Minister hat ja berichtet, mit wem er wo war, in Limburg, in Seligenstadt, in Erbach, die Einrichtung, das ist sozusagen ein dezentrales Landesmuseum, meine sehr verehrten Damen und Herren, in staatlicher Trägerschaft, in staatlicher Förderung, in privater Trägerschaft. Und das ist die kulturelle Landschaft unseres Landes, die wir lieben und die wir wollen. Das heißt aber nicht, und das will ich durchaus auch in Offenheit ansprechen, das heißt nicht, dass wir mit der Gießkanne Geld über die kulturellen Einrichtungen ausgießen. Und das hat durchaus zwei Facetten. Das hat zum einen die Facette, dass ich glaube, mit Fug und Recht die Festspiele in Bad Hersfeld in der regionalen Sicht und in internationalem Renommee zu Recht besser ausgestattet werden, als es in der Vergangenheit waren, und auch besser ausgestattet werden als alle anderen Festspiele. Und, Herr Schäfer-Gümbel, wenn man sich ein bisschen anguckt, die aktuellen Zahlen liegen für dieses Jahr bei 97.000 Besuchern. Das ist eine Steigerung um 23%. Ich finde, das kann man durchaus würdigen. Zustimmung zu Protokoll gegeben vom SPD-Sprecher. Ist in Ordnung. Aber
Das heißt auf der anderen Seite auch durchaus, dass es auch sein darf, dass große und sehr attraktive Konzertreihen, die wir in Hessen ja reihenweise haben, die unser Land in einer wunderbaren Art und Weise bereichern, dass die nur ganz wenig staatlichen Zuschuss bekommen, aber dennoch unterstützt werden in ganz unterschiedlicher Art und Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will allerdings noch einmal was zu Protokollzustimmung. In Ordnung. Ich finde allerdings eines. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben versucht, so ein bisschen nicht so bester Laune und auch nicht besonders inspiriert, abzulenken von Zahlen, abzulenken von der Reise des Ministers durch die Einrichtungen und durch die Leuchttürme unseres Landes. Das ist durchaus auch legitim. Die Linken und die FDP wollten auch lieber nicht auf die ganz konkreten Dinge, die in den letzten Jahren geschaffen worden sind und die auch angekündigt worden sind, eingehen. Das ist auch legitim. Aber, meine Damen und Herren, legitim ist auch, dass man mal gelegentlich darauf hinweist, dass man sich noch erinnern kann an ein Jahr 1999 und eine Reise macht über die verschiedenen Jahre und mal alleine nur die Landesausgaben, die hessischen Landesausgaben nimmt, und nur um die geht es im Moment, dass wir angefangen haben bei 132,7 Millionen Euro für Kulturausgaben im Lande Hessen, dass wir über 2002 über 165 Millionen, 2006 199 Millionen, 2014 198 Millionen, mittlerweile einen Haushalt vor uns haben mit der Summe von 232 Millionen Euro. Und, meine Damen und Herren, wenn jetzt die Oppositionsfraktionen auch noch sagen, stimmt, und das ist eine beachtliche Leistung, dann wäre ich durchaus zufrieden. Zumindest soll auch dieses zu Protokoll gegeben werden. Und ich glaube, wir können stolz darauf sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kulturpolitik bedeutet auch, dass man sich immer wieder einmal einen Blick darauf wirft, was haben wir eigentlich in Hessen. Und ich glaube, es wird nur wenigen Menschen gelingen, einen Gesamtüberblick über die kulturellen Einrichtungen und Tätigkeiten im Lande Hessen zu haben. Und deswegen halte ich es für besonders wichtig, dass wir jetzt gerade eine Bestandsaufnahme im Bereich des sogenannten Masterplans aufnehmen. Meine Damen und Herren, ich bezeichne das gerne als kulturelle Landkarte, weil es darum geht, dass wir uns anschauen, wo sind denn die großen Einrichtungen, wo sind aber auch die vielen mittleren und kleineren Einrichtungen in allen Regionen unseres Landes. Wir wollen alles sehen, die Zahl, die geografische Ansiedlung von Museen, von Theatern, von Vereinen, Projektgruppen, von Kirchenengagement. Wir wollen die Orte sehen, in denen Probenräume sind und bildnerisches Gestalten ermöglicht. Wir wollen die neuen Stadtteilzentren sehen, in denen neue Ansätze von Kultur gezeigt werden. Alles dies wollen wir auf einer Landkarte sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es wird sehr viel mehr sein, als der ein oder andere weiß. Und das ist nicht nur die Fragestellung über die Zahl der Punkte auf einer Landkarte, sondern es ist die Fragestellung der Potenziale, die daraus erwachsen, der Potenziale an Kooperation, an gegenseitiger Verstärkung, der Verstärkung von Tourismus in den Teilen unseres Landes, ebenso wie die Frage musikalischer Kooperation von verschiedenen Trägern, die gemeinsame Projekte stemmen können. Die Analyse, wo was sich befindet und getan wird, ist die Basis dafür zu sehen, wo noch stärker Engagement potenziert werden kann, zusammengeführt werden kann, noch stärker sichtbar gemacht werden kann. Und ich glaube, das ist die Anstrengung, die vor uns steht, dass wir die Dinge noch mehr sichtbar machen innerhalb unseres Landes für die Bürgerschaft, die kulturell interessiert ist oder werden soll, aber auch bundesweit sichtbar machen in dem Vergleich zwischen den Ländern, meine Damen und Herren. Und darum wird es gehen in den nächsten Monaten, dass wir die kulturelle Landkarte aufstellen, sichtbar machen und dass daraus die Überlegungen gestartet werden, was kann noch besser in der Kooperation sein
Was kann noch besser sich gegenseitig beflügeln? Was kann noch besser sich gegenseitig bewerben, aufmerksam machen, aufeinander, damit überall der Nutzen entsteht, wie es das ja tut? Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wird dann noch mehr Danke zu sagen sein an alle diejenigen, die Träger von kulturellen Einrichtungen, Träger von kulturellem Engagement sind. Frau Wolf, diesen Dank will ich abschließend, muss ich jetzt kurz fassen. Diesen Dank, Schluss machen, ja, diesen Dank will ich abschließend auch aussprechen an alle diejenigen, die hauptamtlich Träger der Arbeit sind. Und ich will da durchaus auch Schlösser und Gärten einmal als eine Einrichtung, ein Amt des Landes nennen. Aber auch alle Ehrenamtliche, die in Chören singen oder solche dirigieren, die als Lesepaten unterwegs sind, als Mitglieder von Staatstheatern in Schulen unterwegs sind. An alle diese Menschen ein herzliches Dankeschön aus den Räumen des Hessischen Landtages. Ich bin sehr gespannt auf die weitere Arbeit mit der kulturellen Landkarte und auch mit der Dachmarke Kultur in Hessen. Vielen Dank. Danke an Sie, Frau Wolf. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Die Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst betreffend 70 Jahre Hessen. Kultur stiftet Identität, Verbundenheit und Vielfalt ist entgegengenommen und besprochen.